Madame sans gêne. Ein Lustspiel von Victorien Sardou. In der Funkbearbeitung von Hartmann Görz. Geht's nach der Rue de Chelles. Habt ihr gehört? Jetzt geht's nach der Rue de Chelles. Oh, wie ich mich fürchte. Ich sterbe vor Angst. Wenn sich nur nicht das Gefecht nach unserer Seite wendet. Och, das wäre entsetzlich. Was könnten Sie bei uns in der Rue Saint-Anne wollen? Sie haben es ja nur auf die Tuilerien abgesehen, um den König zu vertreiben. Wenn Sie es in der Stärke weitertreiben, werden noch unsere Fenster springen. Zeit meines Lebens werde ich an diesen 17. August 1792 denken. Wir müssen alle Fensterläden zumachen. Wenn nur die Meisterin schon da wäre. Warum haben wir sie nicht gehindert, gerade heute die Wäsche abzuliefern? Als ob das jemals möglich wäre. Das ganze Viertel nennt sie Madame Sangène, weil sie niemals ein Blatt vor den Mund nimmt und immer nur nach ihrem Kopf handelt. Kinder, lasst mich herein! Madame Sangène! Schnell, macht auf! Gottlob, da sind sie ja. Das hätte ich hinter mir. Meisterin, wir hatten solche Angst um Sie. Meine Kinder, Teufel noch eins. War das eine Wirtschaft? Sie waren dabei? Natürlich war ich dabei. Und es geht heiß zu? Ja, aber wie? Und was haben Sie gesehen? Na, nichts. Rein gar nichts. Ich hatte doch gar keine Zeit, mich umzusehen. Ich ging durch die Rue Saint-Nicais. Da stoß ich an der Ecke Rue de Chartres auf eine Bande von Marseillern, die untereinander Patronen verteilen. Oh. Ein strammer Bursche, ja, so mit vollem Bart und nackten Armen, der ruft mir zu, da, seht mal, das hübsche Ding, die wird sich jetzt gleich den Kürbis zerschmettern lassen. Wo gehst du denn hin? Ja, das geht dich ja gar nichts an, antworte ich. Oh, du willst uns wohl zum Besten haben. Und damit hebt mich dieser Kerl vom Boden auf, drückt mir einen Kuss auf den Hals und übergibt mich einem anderen, der mich wieder weitergibt. Und so wurde ich herumgereicht, bis ich jeder an meinem Hals das Maul abgewischt hatte. Diese Burschen, ich machte mich ganz schnell aus dem Staub. Aber ich hätte mich im Kugelregen wohler gefühlt als unter diesem Kreuzfeuer von Küssen, die alle, aber auch alle nach Branntwein und Tabak schmecken. Wir sind nur froh, dass Sie wieder da sind. Wenn Sie auch ein bisschen zerknittert und zerzaust sind. Ja, besonders meine Haube, nicht wahr? Seht mal nach, wer da ist. Vielleicht ist es Ihr Sergeant. Aus meinem Lefebvre, der würde ganz anders klopfen. Guten Tag, meine Damen. Ich brauche die Wäsche. Oh, Fouché. Reisefertig? Sie wollen Ihre Wäsche haben? Sie ist trotz der Revolution fertig. Sie kämpfen nicht mit, Herr Fouché? Mit dem Herzen, mein Kind. Ich nahm einen Beobachtungsposten der Rue Saint-Honoré. Und? Was haben Sie beobachtet? Leider, die Patrioten mussten zurückweichen. Oh, und Sie wichen gleich bis in meine Wäscherei zurück, Fouché? Man dient der Revolution besser mit seinem Leben als mit seinem Tode. Lassen Sie das nicht mein Lefebvre hören. Julie, ja? Tornon, an die Arbeit. Dass die da draußen große Wäsche haben, ist noch kein Grund, unsere Wäsche im Stich zu lassen. Rousseau? Ja, Meisterin? Du gehst in den Hof und hängst die nassen Stücke auf. Sofort, Meisterin. Und du, Tornon, ja? Trägst diese Wäsche rasch zu dem Offizier in der Rue de Moulin. Er heißt Bonaparte. Er hat nicht viel Hemden zu wechseln. Soll ich gleich kassieren? Nein, er kann die Rechnung doch nicht bezahlen. Beeil dich. Ich bin gleich wieder da. Sie haben ein Herz fürs Militär, Sangène. Auch der Sergeant Lefebvre profitiert davon. Stimmt, er hat sogar den Löwenanteil. Na, ist er vielleicht nicht schön und brav und gut, mein Lefebvre? Man sieht ihn früh und abends hier im Laden. Man flüstert darüber. Darauf pfeife ich, was die alten Kaffeeschwestern zusammentratschen. Ich bin ein anständiges Mädchen und das weiß mein Lefebvre sehr gut. An dem Tag, an dem ich ihm sagte, ich liebe dich, da war mir das ein ganz neues Wort, das ich noch nie zu einem anderen gesagt hatte. Wann wird also Hochzeit gemacht? So bald als möglich. Außer, er verdirbt wieder alles. Verdirbt? Oh. Wodurch? Das ist doch von einer Eifersucht. Von einer Eifersucht, dass er mir Angst macht. Vor 3 Tagen, da war ich nahe daran, mit ihm zu brechen. Ihretwegen. So war er auf mich eifersüchtig. Ja, auf Sie mit Ihrem Hanswurstgesicht. Ist er nicht verrückt? Aber da fällt mir ein,
wenn er Sie noch einmal mit mir allein trifft. Was wollen Sie eigentlich hier? Ich? Ich warte. Worauf? Auf die Einnahme der Tuilerien. Wäre es nicht passender, wenn Sie den anderen dabei helfen wollten? Wozu, da Sie ohne mich angefangen haben? Also so einer sind Sie. Erst schreien Sie nieder mit dem Tyrann und wenn es soweit ist, rutscht Ihnen das Herz in die Hosen. Oh, Sie sind ein Waschlappen. Jedem seine Rolle, reizende Freundin. Es muss Leute geben, die die Revolutionen machen. Und andere, die aus den Revolutionen Vorteile ziehen. Die Kämpfer und die Organisatoren. Und ich gehöre zu den Organisatoren. Ja, so sehen Sie auch aus. Sagen Sie, ist es wahr, dass Sie Priester waren? Ja, ich war Priester in Nord. Aber seit dem Beginn der Revolution wechselte ich mein Handwerk. Was sind Sie denn jetzt? Revolutionär. Können Sie denn davon leben? Noch nicht, aber das wird schon kommen. Man stürzt ja auch nur die Regierung Ihnen zuliebe, nicht wahr? Man wird Sie vielleicht zum Minister machen. Warum nicht? Das heißt, nur nicht zum Kriegsminister, nicht? Nein. Nein, eher zum Polizeipräfekten, nicht wahr? Eher. Oh je, ich sehe Sie schon in der schmutzigen Wäsche von aller Welt herumschnüffeln. Also bleiben wir bei der Polizei. Mir scheint, Sie glauben wirklich, dass Sie dazu taugen. Sie werden eben zum Minister, wie ich mal Herzogin werde. Als Herzogin kann ich Sie mir allerdings nicht vorstellen. Ich auch nicht. Außerdem werden ja die Herzöge abgeschafft, aber Minister wird es immer geben. Versprechen Sie mir wenigstens, dass Sie, wenn Sie Minister werden, meine Rechnungen bezahlen? Seit mindestens 3 Monaten wasche ich nämlich umsonst für Sie. Warum, schöne Katrin, sind Sie mit mir so streng, während Sie so viel Nachsicht mit einem anderen haben? Mit welchem anderen? Mit dem jungen Artillerieoffizier, diesem Napoleon Bonaparte, dem Sie die Wäsche durch Toinon schickten. Alle Achtung, Sie haben ja feine Ohren. Ja, ich gebe ihm Kredit, dem armen Jungen. Und zwar so viel er will. Verstanden? Was bedeutet das? Das bedeutet Sieg. Die Revolution hat gesiegt. Jean-Jean, ich vertraue Ihnen meine Reisetasche an. Leben Sie wohl. Beeilen Sie sich, damit Sie wenigstens beim Sieg dabei sind. Feigling. Wenn nur meinem Lefebvre nichts passiert ist. Wer sind Sie? Warum verschließen Sie meinen Laden? Nicht so laut, sonst bin ich verloren. Also ich kann hier so laut reden, wie ich will. Sind das Manieren? Wer wird denn so bei fremden Menschen einbrechen? Schweigen Sie! Bitte. Meine Verfolger haben meine Spur verloren. Ich habe mich hierher gerettet. Ich bin verwundet. Oh, armer Junge. Ich bin aus den Tuilerien entkommen. Was, Sie sind? Graf Mayperk, Österreicher. Ein Royalist? Ich habe meine Pflicht getan, als ich die Königin verteidigte. Der Marie Antoinette. Naja, sie ist ja Ihre Landsmännin. Sie sind verwundet. Sie haben bei mir nichts zu fürchten. Ich danke. Kommen Sie, ich werde Sie verbinden. Hey, Katharine! Lefebvre! Katharine, mach sofort auf! Schnell, hier! Wohin? In mein Zimmer. Katharine, bist du da? Ja, ich komme ja schon. Hier ist Verbandszeug, ja, aber rühren Sie sich nicht, sonst sind Sie verloren. Ich komme! Vorwärts, du Schlafmütze, wo bist du? Aber ich komme ja schon, sag ich dir. Lass mir doch Zeit! War doch nur auf dem Boden. Man will also seinen Mann nicht küssen. Oh doch, doch. Der Sieger ist und unverwundet und vollständig. Ja, das will ich hoffen. Kommt herein, Freunde. Mamsell Catherine, im ganzen Viertel bekannt unter dem Namen Madame Saint-Jean. Bürgerin? Mein Kompliment. Wir sind auf der Jagd nach Rotröcken. Besonders auf einen unter Ihnen haben wir es abgesehen, der uns hier in der Nähe entwischt war. Was? Ja, er hatte bereits Blei in den Flügeln. Und außerdem haben wir einen tüchtigen Durst, nicht wahr, Kameraden? Hier habe ich einen guten Wein. Es ist heiß hergegangen, nicht wahr? Ja, Donnerwetter, ja. Ja, das hagelte nur so nieder auf uns von den Dächern und Fenstern des Palais. Hier. Prost, Kameraden. Hoch die Nation. Hoch die Nation. Hoch, hoch Madame Saint-Jean. Worauf wartet ihr eigentlich noch, um zu heiraten? Ich warte, bis er nicht mehr eifersüchtig ist. Dann können wir gleich heiraten, denn damit ist es aus. Oh. Ich bin nicht mehr eifersüchtig. Wer das glaubt, bei der ersten Gelegenheit macht er mir wieder eine Szene. Aber nein, ich sage dir doch, dass es damit aus ist. Ah, zum Teufel, wie meine Hände schwarz sind. Natürlich vom Pulverdampf. Deshalb brauchst du dich nicht zu schämen.
Einerlei, ich werde mir in deinem Zimmer die Hände waschen. Nein. Komm lieber in den Hof, ja, zum Brunnen. Da hast du Seife. Ja. Schau, schau. Warum ist denn diese Tür verschlossen? Na, weil ich ausgehen wollte. Da ist auch das Handtuch. Komm. Das ist aber immerhin sonderbar, dass diese Tür abgeschlossen ist. Was soll denn das, hm? Du wirst doch jetzt nicht wieder mit deinen albernen Geschichten anfangen. Warum hast du den Schlüssel abgezogen? Weil es mir so gepasst hat. So, so. Und wenn ich jetzt hinein will? Du? Ich. Du darfst dort erst als meinen Mann hinein. Und augenblicklich willst du nicht den richtigen Weg dazu. Katharin, ich will den Schlüssel, verstehst du? Nein, den bekommst du nicht. Aha. Deshalb warst du also so sorgfältig eingeschlossen. Deshalb gabst du keine Antwort und hast uns so lange warten lassen, weil jemand hier versteckt ist. Und jemand hier versteckt ist, wer denn? Ein Liebhaber. Nun, und wenn's so ist, wenn einer da ist. Du gestehst. Ich bin weder deine Frau noch deine Geliebte. Ich habe also das Recht, in meinem Zimmer zu verstecken, wen ich will. Tausend Donnerwetter! Aber der Wehen, beruhige dich doch. Ach, lass mich. Ich will mit dem Feigling dort, der sich nicht einmal zu zeigen traut, ein Ende machen. Ich will den Schlüssel haben. Du, hör mich nicht an. Und jetzt mach, dass du fortkommst, ja? Marsch, vorwärts, hinaus. Gib mir den Schlüssel, los. Du tust mir doch weh. So, ich habe ihn. Lefebvre, wenn du jetzt in mein Zimmer gehst, ist es aus zwischen uns. Fürs Leben. Zwischen euch auch. Denn ich werde ihn erwürgen. Der arme Neidberg. Was gibt es? Was hast du gefunden? Was? Ich? Ob es erlaubt ist, sich so über uns lustig zu machen? Es ist niemand darin. Niemand? Niemand? Keine Katze. Nun sieh zu, dass du das wieder gut machst. Ich will's versuchen. Lasst uns allein. Madame? Warum hast du mir nicht gesagt, dass ein Toter drin ist? Tot? Du, ja. Der ist tot? Ja. Mein Gott. Bist du sicher? Sicher. Armer Junge. Wenn uns das nur kein Unglück bringt, was werden wir denn mit ihm anfangen? Wir müssen ihn nach seinem Hause bringen lassen. Aber wenn ich nur wüsste, wo er wohnt. Er nannte sich Graf Neiberg. Mehr weiß ich ja nicht von ihm. Du kennst ihn nicht. Woher sollte ich ihn kennen? Aber warum hast du ihn dann versteckt? Lefebvre, ihr kamt wie die Rasenden. Und da sagte ich mir, wenn sie ihn finden, so werden sie ihn, ich meine, bei der Stimmung, in der sie sich befinden, niedermachen. Und da habe ich... Warum siehst du mich so an? Ich will wissen, ob du lügst. Wenn es wahr ist, dass du den Mann da nicht kennst... Nein. Denn schließlich konnte er ja dein Geliebter sein. Ein Royalist. Und noch dazu ein Toter. Das ist's eben. Katharin... Er lebt. Was? Du fragtest nur, weil... Um mir Gewissheit zu verschaffen. Komm, pflege ihn. Ich bin abends wieder da, um ihm zur Flucht zu verhelfen. Lefebvre, ich liebe dich. Also bist du mir nicht mehr böse? Und dir böse. Siehst du denn nicht, wie gut ich dir bin? Saint-Jean. So. Jetzt musst du aber zu den anderen, Lefebvre. Die Revolution braucht dich. Hofmeister. Was gibt es? Der Herr Tanzmeister ist da. Oh, Herr de Priot. Die Frau Herzogin von Danzig ist zu Hause? Ja, Herr de Priot. Verständigen Sie die Frau Marschallin. Jawohl, Herr Jasmin. Ich habe Herrn de Priot in Versailles kennengelernt. Zur guten Zeit. Der Herr war damals Ballettmeister in der Oper.
Jetzt bin ich Professor des Tanzes und der guten Haltung bei den Pagen der Kaiserin Marie-Louise. Und ich erscheine hier auf Befehl der Frau Herzogin. Sie befindet sich augenblicklich unter den Händen des Herrn Dublin, ihres Coiffeurs. Sie wird Ihnen in einem Augenblick zur Verfügung stehen. Ich frage mich, was sie eigentlich zu einer Stunde von mir wollen mag, da alle Welt diniert. Das kann ich Ihnen sagen. General Audunet, welcher im Palais den Oberbefehl hat, wurde ungeschickterweise gerade heute von der Gicht überfallen, während man sich vorbereitet, die Ankunft des Großherzogs von Würzburg zu feiern. Der Kaiser bestimmte den Herrn Marschall Lefebvre, den erkrankten General, zu vertreten. Und da heute Empfang bei dem General angesagt war, so muss nun dieser Empfang hier bei Marschall Lefebvre stattfinden. Ah, nun errate ich, um was es sich handelt. Die Frau Marschallin will meinen Rat wegen des Balles einholen. Nein, nein, es findet ja kein Ball statt, nur ein einfacher Empfang. Das ist gut, denn unter uns, was das Tanzen betrifft, so hat die Frau Herzogin wohl wenig geübt. Nur die Tänze der untersten Volksklasse. Und erst die Haltung. Oh la la. Ihre Haltung kenne ich. Die Sprache, was? Über die Sprache unterhalten sich alle Hofdamen. Übrigens, hatte sie nicht einen Laden während der Revolution? Ja, vor 20 Jahren in der Rue Saint-Anne. Und dann war sie Marketenterin bei der Rheinarmee, zu der sie ihrem Gatten gefolgt war, dem Sergeant Lefebvre. Der dann General wurde. Und Marschall. Und Herzog von Danzig. Grade und Titel übrigens vollauf verdient. Ja, aber immerhin nur der Adel des Kaiserreiches. Herzog von Danzig. Zu meiner Zeit kannte man nur den Schnaps, der diesen Namen führte. Wenn man die Ehre gehabt hat, wie Sie und ich, dem früheren Hofe anzugehören. Ah, Sie waren Stallknecht bei seiner Hoheit, dem Herzoge von Penthièvre. Oh. Man improvisiert den Adel nicht, Herr de Boyot. Das Heringsfass riecht immer nach dem Hering und die Frau Herzogin von Danzig bleibt immer die Wäscherin aus der Rue Saint-Anne, welche den Grafen Neiberg am 10. August 1792 in einem Korb, der mit schmutziger Wäsche gefüllt war, versteckt und dadurch gerettet hat. So erzählt man. Also deshalb gehört der Herr Graf Neipberg zu den Intimen des Hauses. Unter uns, ich glaubte, ihn hätte die appetitliche Hausfrau angezogen. Aber nein, mein lieber Herr, nicht einmal das. Zu allen übrigen Lächerlichkeiten fügt die Marschallin auch noch die der ehelichen Treue. Oh, das ist doch von einer Spießbürgerlichkeit. Würden Sie glauben, dass Sie noch nicht einmal bei den getrennten Schlafzimmern angelangt sind? Warum nicht gar? Wie ich Ihnen sagen, ist zum Totlachen. Leise, da ist sie. Guten Tag, Herr Depriot. Das ist brav, dass Sie sich meinetwegen zu dieser Stunde bemühen. Wie geht es Ihnen? Frau Herzogin. Sie sind doch derselbe, der die Guinard geheiratet hat. Haben die Frau Herzogin Sie gekannt? Und ob, hatte die schönste Wäsche. Jasmin, geh doch einmal nachschauen, ob der Schuster sich über mich lustig machen will, dass er mir meine Schuhe nicht bringt. Ich erlaube mir, der Frau Herzogin zu bemerken, dass es zu dieser Stunde sehr erstaunlich wäre, wenn es mir gelänge. Oh, wenn es ihm gelänge. Gib acht, dass du deine Zunge dabei nicht verschluckst. Ich will sagen, dass um ihn zu finden ich dir Beine machen muss. Also, vorwärts. Oh, ein wenig schneller, ja. Kann den Kerl nicht leiden. Und nun zu uns beiden, Herr Depriot. Frau Herzogin. Ich empfange nachher eine ganze Menge von Leuten. Ja. Wenn die aus demselben Holz geschnitzt wären wie ich, dann wär's ja lustig, aber das sind lauter Zuckerpuppen, die nicht einmal guten Tag sagen können, ohne den Körper so zu verdrehen. Und da muss ich doch auch solche Verrenkungen machen. Und da sagte ich mir, das wird der Herr Depriot schon beibringen, denn alle diese Affereien sind ja sein Beruf. Oh. Sehr verbunden. Affereien. Frau Herzogin. Ja, was gibt's denn? Herr Leroy, der Hofschneider der Kaiserin und Herr Kopp. Der Schuster, endlich! Ja, nur herein! Herein! Frau Herzogin. Also, das sind diese famosen Kotornen? Jawohl, Frau Marschallin. Aha. Und die Amazonen zur morgigen Jagd? Hier ist das Kostüm, Frau Marschallin. Ach, dann geht ja alles gut. Stellen Sie nur alles hin. Werden die Frau Marschallin nicht befehlen, dass wir uns nach Ihrem Ankleidezimmer begeben? Wieso? Hier ist doch viel bequemer.
Besonders für die Grimassen, zu denen mich Herr Depreau abrichten soll. Grimassen? Darf ich bitten, Frau Herzogin, erst den rechten Schuh. Ah, hast mich ganz hübsch warten lassen mit diesen Schuhen. Die Frau Herzogin wird mich entschuldigen. Alle Damen vom Hof wollen zugleich bedient sein. Zum Beispiel die Herzogin von Otranto und Herr Fouché. Ah, Fouché? Fouché ist in Compiègne? Ja, und zwar zur großen Überraschung aller, die glaubten, er sei in Ungnade gefallen, weil ihm der Kaiser das Polizeiministerium abgenommen und es Herrn Savary übergeben hat. Quatsch! Wenn Sie Fouché so kennen würden wie ich, so hätten Sie keine Sorge. Das ist einer, der immer auf die Beine fällt. Beeil dich! Ich bin schon fertig, Frau Herzogin. Schon, schon ist gut. Wenn es mir nur nicht wieder so geht wie mit den anderen. Kaum hatte ich sie angezogen, so platzten sie auch schon. Wahrscheinlich sind die Frau Herzogin in den Schuhen gegangen. Soll ich sie vielleicht unterm Arm tragen? Oder auf den Händen gehen? Ich wollte sagen, die Frau Herzogin hat vielleicht den Fuß auf den Boden gestellt, anstatt damit über den Teppich zu gleiten, wie eine Fee. Oh, ich bin keine Fee. Also mach, dass du weiterkommst. Und wenn sie platzen, bezahle ich sie nicht. Verstanden? Aber Frau Herzogin... Du kannst dich drauf verlassen. Ich bezahle sie nicht. So. Und jetzt zu Ihnen, Herr Hofschneider. Ich hoffe, die Frau Herzogin werden zufrieden sein. Ich habe den Jagdanzug genau nach dem Muster geschnitten, welches die Kaiserin genommen hat. Nein. Und diese Jacke ist besser gelungen als diejenige Ihrer Majestät, weil mir nicht vergönnt war, sie der Kaiserin selbst anzuprobieren. Warum denn nicht? Der Kaiser gestattet nicht, dass das Anprobieren von jemand anderem als von den Kammerfrauen vorgenommen wird. Die Eifersucht. Na, er ist aber auch so verliebt in Sie. So. Vollendet. Der Fall der Schleppe ist voll Harmonie. Hm? Die Linien sind vor mir. Und der Hut da ist wohl zum Aufsetzen. Oh nein, erlauben Sie, nicht so. 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 Ach, am unbequemsten ist dieses Untier von einer Schleppe. So, nun, Herr Tanzmeister, ja. Das wäre jetzt der rechte Augenblick, die Verrenkung zu probieren. Also los, nur zeigen Sie mal Ihre Faxen. Zu Ihren Diensten, Frau Herzogin. Beginnen wir mit dem Gruß. Aha. Schauen Sie sich das erstmal an, ja? So? Oh, nein, 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 nein. Sie müssen sich dabei mir gehen lassen, Frau Marschallin. Das ist nicht weich, nicht salbungsvoll genug. Aha. Sehen Sie bitte mich an. Ich gebe nach. Mhm. Sehen Sie? So. Ja. Ich übertrage mit Grazie mein ganzes Schwergewicht auf das linke Bein. Linke Bein? Auf das linke Bein und tauche unter. Tauche mit unter. Gewandtheit. Sehen Sie? Untertauchen. Ja. Ja. Also. Ah. Ja. Untertauchen. Ja. So ist's gut. Oh, oh. Lassen Sie mich mit Ihrem Untertauchen, wäre ich bald auf dem Rücken gelegen. Aber nein, Sie haben es vortrefflich gemacht. Na, und wie soll das erst mit dem Hofmantel werden, wenn ich meine Füße darin verwickle? Wenn die Frau Marschallin es mit der Schleppe des Jagdkleides versuchen wollen. Das ist genau dasselbe. Ein leichter Stoß aus dem Knie heraus genügt. Das ist doch so einfach. Sehen, Frau Herzogin. Eins, zwei, drei. Hopp! Es ist doch so natürlich. Ja, ohne Schleppe. Haben Frau Herzogin die Gnade, mir die Hand zu geben, und wollen gütigst auf mein Zeichen immer dieselben Bewegungen machen wie ich. Den linken Fuß, wenn's beliebt. Na ja, der ist es, ja. Nein, 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 das ist der rechte. Ach, Sie haben recht. Bitte nicht zittern. Eins, zwei, drei. Ausgezeichnet. Ganz ausgezeichnet. Als ob Frau Herzogin in ihrem Leben nichts anderes getan hätten. Also wirklich? Ich sehe nicht aus wie eine Gans? Ihr müsst mir die Wahrheit sagen. Aber niemals. Frau Herzogin? Ja, was ist los? Jasmin. Soeben ist der Herr Marschall vorgefahren. Also, auf Wiedersehen, meine Herren. Frau Herzogin, bedürfen keine anderen Ratschläge? Nein, nein, nein. Los, 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 los. Alle weg. Frau Herzogin. Frau Herzogin. Tragen Sie alles in mein Zimmer, Jasmin. Jawohl, Frau Herzogin. Eins, zwei, drei. Untertauchen. Nochmal. Eins, zwei, drei. Untertauchen. Katharin! Ja? Was machst du denn für ein Gesicht? Was hast du? Woher kommst du? Ich habe soeben mit dem Kaiser diniert.
mit ihm ganz allein. Und darum siehst du aus, als wärst du gerade vom Tode auferstanden? Vor allem hat dieser Mensch eine Art zu dinieren, von der man sich keine Vorstellung machen kann. Er nimmt von allem, was er auf dem Tisch sieht, gerade wie es ihm einfällt. Das Kompott nach der Suppe, die Praline ist zum Fisch und den Käse mit den Linsen. Und all das in 10 Minuten. Ich habe mir bei der Suppe die Zunge verbrannt. Ich wäre beinahe an einer Gräte erstickt. Und jetzt sterbe ich vor Hunger. Findest du das hübsch? Verzeihung, ja. Vielleicht wirst du das Übrige weniger hübsch finden. Denn er sprach von dir. Von mir? Die ganze Zeit. Das ist viel Ehre. Und weshalb? Wegen deines Benehmens, das er nicht nach seinem Geschmack findet. Was habe ich denn für ein Benehmen? Gar keins. Das ist es ja eben. Ich komme nach Hause und finde dich im Negligé und du bist in deinem Salon damit beschäftigt, dich mit deinem Schneider zu unterhalten. Ich probierte an. Ach, mit bloßen Armen und Schultern. Noch, wenn ich erst angezogen bin, werde ich noch viel ausgezogener sein. Da bist du in Gesellschaft, da ist es nicht anstößig. Oh, darauf pfeife ich. Aber wir haben eine Stellung und wir müssen das Dekorum wahren. Dekorum? Na gut, das Dekorum wahren, wie der Kaiser sagt. Lach nicht. Und dann deine Sprache. Kurz und gut, bist du die Herzogin oder nicht? Kannst du dir denn nicht, hol mich der Teufel, die Hofsprache angewöhnen? Oh, zum Himmel, Donnerwetter noch mal. Besonders bei so einem Vorbild. Katharine, ich bin Soldat. Und ein Soldat, der nicht flucht, der ist kein Soldat. Hm. Als ob der Kaiser selbst sich Zwang angetan hätte. Also heraus damit. Was hat er nun eigentlich gesagt? Ja, er hat mir gesagt. Na? Ihre Frau ist unmöglich, das kann nicht so weitergehen. Man macht sich überall darüber lustig. Es kommt davon, wenn man sich als Sergeant verheiratet und den Marschallstab im Tornister hat. Glücklicherweise gibt es eine Abhilfe. Die Scheidung. Was? Frau Lefebvre behält ihr Schloss mit einer großartigen Dotation. Besprechen Sie das sogleich mit ihr und dass alles in den nächsten 14 Tagen in Ordnung gebracht wird. Und das hat er dir so ohne alle Umstände gesagt? Als hätte er mir befohlen, zu Pferde, vorwärts, Marsch, Marsch. Und was hast du gesagt? Was würdest du denn gesagt haben? Ich? Hm. Ja. Wenn er dir von dieser Scheidung gesprochen hätte, was hättest du geantwortet? Was ich geantwortet hätte? Ich hätte ihm gesagt, ihr Schloss und ihr Geld will ich nicht. Ich habe meinen Lefebvre und den behalte ich. Wenn man einen Mann in der Entbehrung geliebt hat, wenn man mit ihm Freud und Leid durch lange Jahre geteilt hat, dann reißt man sich von dem nicht los, so mir nichts, dir nichts. Diese Vergangenheit, die hat uns aneinander geschmiedet, die hat unsere Herzen und unser Blut und unser Leben vereint. Reißen Sie uns auseinander und die beiden Hälften, die werden von selbst wieder zusammenwachsen. Siehst du? Das hätte ich dem Kaiser geantwortet. Und das hättest du auch antworten müssen, wenn du das Herz auf den rechten Fleck gehabt hättest. Und da ich's auf dem rechten Fleck habe, so habe ich genau dasselbe geantwortet. Ach du, warum hast du das nicht gleich gesagt? Du geliebter, widerlicher Mensch, du. Erzähl alles. Da er wollte, dass ich dir alles sage, erwiderte ich, meiner Treu ist hier, Euer Majestät werden die Gnade haben, mir das zu erlassen, denn Katharine wird mir die Augen auskratzen. Was das betrifft, ich habe wirklich schon daran gedacht. Worauf er die Tabaksdose auf den Tisch warf und mir erwiderte, so werde ich selbst mit Katharine sprechen, und zwar noch diesen Abend. Und mir wird sie nicht die Augen auskratzen. Nur du, das ist doch gar nicht so sicher. Und damit hat er sich verabschiedet. Und nun bin ich da. Verlass dich darauf, dass er dich noch heute Abend oder morgen früh rufen lässt, um mit dir über diese Scheidung zu sprechen. Ha. Vielleicht hat ihn die Kaiserin gegen dich aufgehetzt. Und was fällt dir ein, Kaiserin? Ihn hetzen viel eher seine Schwestern auf, diese zwei Zanktippen, die mich niemals leiden mochten. Diese Gänse, die ohne den Kaiser noch auf ihrer Insel Strümpfe stopfen würden und von dürren Erbsen und Wasser leben könnten.
Naja, ich habe ja auch meine Meinung über diese Gänse neulich deutlich der Herzogin von Rovigo gesagt. Du hast das der Herzogin von Rovigo gesagt? Na, warum denn nicht? Hätte ich mich vielleicht genieren sollen? Ja, und die hat natürlich nichts Eiligeres zu tun gehabt, als es den Prinzessinnen wieder zu sagen. Aber Liebling, das war ja meine Absicht. Nun, dann brauchen wir ja nicht weiter zu suchen. Von dort kommt der Schlag. Oh, die bilden sich ein, sie haben sie schon erreicht. Meine Scheidung. Der Kaiser hat schon eine Frau für mich gefunden. Was, meine Nachfolgerin? Ja. Und wer ist sie? Sag mir bitte, wer? Nein, du würdest sie umbringen. Also Ehrenwort, nein. Oh, ich kenne dich. Also bitte, großes Ehrenwort. Doch, Liebling, sag mir's doch, ich werde nichts tun. Oh, mein Joseflein, bitte, sei mal lieb. Sag mir's, ja? Rate. Kenne ich sie denn? Seit du hier bist. Ist sie hübsch? Nein, zum Teufel. Nein. Und mager. Nein, eine Hopfenstange. Oh, das geschieht dir recht. Ach, Liebling, sag, dass du sie liebst, deine Sangin. Sonst erwürge ich dich. Friedrich. Sag, dass du sie liebst. Du sagst so, dass du sie liebst. So wie sie ist mit ihren schlechten Manieren. Oh, was das betrifft. Gut, genug, ich verzeih dir. Ich werde dir eine Prinzessin geben. Na, warte. Oh. Der Herr Graf von Neiberg fragt, ob die Frau Herzogin die Gewogenheit haben will, ihn zu empfangen. Ihn? Das will ich meinen. Im Schlafrock? Jawohl, im Schlafrock. Na, gehen Sie. Ach, ich kann den Kerl nicht leiden. Mein lieber Marschall. Mein lieber Neidherr. Sie entschuldigen mich nicht, wahr? Wir machen mit Ihnen keine Umstände. Ich weiß, dass ich bei Freunden bin und bei den aufrichtigsten, die ich hier habe. Und darum komme ich, um von Ihnen Abschied zu nehmen. Abschied? Leider. Ich bin gezwungen, noch heute abzureisen. Gezwungen? Ja, es ist ein Abschied für immer. Ich kehre nicht mehr nach Frankreich zurück. Und warum? Der Polizeiminister Savary hat mir soeben im Namen des Kaisers den Befehl verkündet, das Palais noch vor Einbruch der Nacht zu verlassen, die Grenze auf dem kürzesten Weg zu erreichen und einmal außerhalb Frankreichs nie mehr dahin zurückzukehren. Ja, aber warum das? Warum? Was hat Ihnen der Kaiser vorzuwerfen? Er hasst mich. Und bei diesem Hass hat es mit Freude aufgegriffen, als seine diensteifrige Polizei mich einer gewissen Herzensintrige anklagte, die ich im Palais haben soll. Ach so. Aber Sie kannten doch die Strenge des Kaisers in diesen Fragen. Besonders, seit er wieder verheiratet ist. Ich konnte mir nicht denken, dass er um einer Fremden willen, deren Name nicht mal ausgesprochen wurde. Wenn er einen Vorwand sucht? Dann müsste er wenigstens glaubwürdig sein. Wie dem auch sei, ich füge mich in meine Verbannung. Hier ist mein Pass. Wenn ich Sie, mein teurer Marschall, zu visieren bitte, da Sie heute, wie man mir sagt, im Palais den Oberbefehl haben. Und zwar gleich, wenn ich bitten darf. Ich werde das Papier abstempeln und bringe es Ihnen sofort wieder. Lassen Sie uns rasch miteinander plaudern. Also gut. Ist Ihre Geschichte eine einfache Liebschaft? Aber natürlich. Lügen Sie nicht. Ich sehe Ihnen an, dass es ernster ist. Aber ich frage ja nicht nach dem Namen. Aber ich will nicht, dass Sie einen dummen Streich machen. Ich einen dummen Streich? Sie reisen. Ist das auch wahr? In einer Viertelstunde. Mein Wagen steht bereits im Hof. Was? Und Sie wollen nicht einmal mehr versuchen, jene Dame wiederzusehen? Ich bin doch eine alte Freundin. Mir können Sie doch alles sagen. Ich? Also nein. Ich reise nicht. Das habe ich mir gedacht. Es handelt sich, wie Sie erraten haben, nicht bloß um eine leichtfertige Liebschaft. Die Frau, von welcher man mich heute zum zweiten Mal trennt, habe ich noch als Kind gekannt. Und ich glaube, ich habe sie nie gekannt, ohne sie zu lieben. Bis zu dem Tage. Sie hat einen anderen geheiratet? Ja. Dem sie nach Frankreich folgte? Nach Frankreich. Frau von Metternich. Ach, nein, welch ein Gedanke. Die Gräfin Esther Hasi? Sie wollten doch den Namen nicht wissen. Das war, Sie haben recht. Aber ich wäre keine Frau, wenn ich nicht vor Neugierde platzen würde. Also, Sie kam nach Paris. Ich habe seit einem Monat kaum drei flüchtige Worte mit ihr unbeobachtet sprechen können. Herr Gatte scheint ja sehr misstrauisch zu sein. Und er hat dafür gesorgt, dass sie den Abschied bekam? Nach einer sehr heftigen Auseinandersetzung mit ihr. Das wissen Sie? Von ihr selbst. Sie hat mir beim Konzert noch ganz blass und zitternd zugeflüstert. Eine fürchterliche Szene um ihretwillen. Reisen Sie nicht ab, ohne mich vorher gesprochen zu haben. Ja, aber wie wollen Sie mit ihr sprechen? Wo? In Ihrer Wohnung? Ich reise in möglichst auffallender Weise ab. Eine halbe Meile vom Schloss verlasse ich den Wagen, den ich dort warten lasse, und kehre durch den Wald und den Park in das Schloss zurück. Nein,
wo eine Dame alles vorbereitet, die schon sehr lange in ihren Diensten und ihr sehr ergeben ist. Ja, und ihr alle drei werdet auf frischer Tat ertappt. Warum, wenn wir vorsichtig sind? Aber Sie sind ja nicht vorsichtig und dieser Plan ist Wahnsinn. Darf ich bei dem Rendezvous fehlen? Ein schönes Rendezvous. Ich bete diese Frau an. Und ich werde sie vielleicht nie in meinem Leben wiedersehen. Aber ich bitte Sie, mein Freund, tun Sie das nicht. Es bringt Sie doch nicht vorwärts. Es hat keinen Zweck. Es ist nicht vernünftig. Und es ist auch nicht ehrenhaft. Sie sind in großer Sorge? Ja. Dann ist es meine Pflicht, Sie zu beruhigen? Ja. Gut, ich verspreche Ihnen, nicht zurückzukehren. Versprechen und halten? Und halten. Abgemacht? Abgemacht. Sie reisen und kommen nicht wieder? Ich komme nicht wieder. Sehr vernünftig. Ich hätte heute Nacht kein Auge zugemacht. Die Sache ist in Ordnung, mein lieber Neidrak. Aber wer hätte mir vorher gesagt, dass ich den Schmerz haben würde, Ihnen dieses Papier zu unterzeichnen? Ich danke, mein lieber Marschall. Der Herr Herzog von Autran. Fouché, kein Wort. Psst. Mein teurer Marschall. Mein teurer Herzog. Herzogin. Sie entschuldigen meinen Aufzug. Ich habe um Entschuldigung zu bitten, dass ich so unerwartet komme. Ach, Herr von Neidberg, ich dachte, Sie wären schon abgereist. Sie wissen? Oh, alles, aus Gewohnheit. Oh. Alles? Aber ich sage nichts. Und das zeichnet mich vor meinem Nachfolger aus, der nichts weiß und alles sagt. Nun dann, adieu, meine guten Freunde. Adieu. Nicht adieu. Auf Wiedersehen. Wer weiß, wo und wann wir uns wiedersehen. Herr Herzog, gute Reise, Herr Graf. Armer Neidberg, er hängt so an uns und nun muss er fort. Ja, die Ungnade des Kaisers. Er hatte noch heute wegen des Grafen Neidberg eine heftige Szene mit der Kaiserin. Mit der Kaiserin? Also die Kaiserin ist es, dieser Neidberg. Welches Glück, dass er geht und nie mehr zurückkehrt. Wer weiß, es ist alles möglich. Wieso? Ich sehe Sie nie, Frau Marschallin, ohne mich an Ihre Prophezeiung zu erinnern. Wenn Sie Minister werden, werde ich Herzogin. Sie sind Herzogin und ich war Minister und werde es wieder. Madame, es ist die höchste Zeit, der Empfang. Man muss Toilette machen. Ich verspreche Ihnen die kaiserlichen Hoheiten für den Empfang. Ich bin wahrhaftig nicht in der Laune, denen ein freundliches Gesicht zu zeigen. Ich bitte dich, mach schnell. Also dieser ganze Empfang ist auch wieder die reine Pferdekur. Das Wort ist rau, aber wahr. Und wenn ich früher gekommen bin, so geschah dies nur, um Sie auf ein gewisses Komplott aufmerksam zu machen. Gegen die Herzogin. Die Schwestern seiner Majestät tragen ihren Widerwillen gegen Sie offen zur Schau. Und Sie kommen heute nur, Sie aufs Äußerste zu treiben und ihr so irgendeiner ihrer Kraftäußerungen zu entreißen, um Ihre Entfernung vom Hofe zu beschleunigen. Danke, ich werde Acht geben. Aber glauben Sie, dass Sie es in meiner Gegenwart wagen werden? Sie werden alles wagen, da Sie sicher sind, vom Kaiser nicht verleugnet zu werden, der es auf Ihre Scheidung abgesehen hat. Er hat mir genug davon gesprochen. Was wollen Sie, mein teurer Lefebvre? Das ist nun einmal die Manie des großen Mannes, die Leute zu verheiraten und scheiden zu lassen, ohne sie um ihre Meinung zu fragen. Bitte, meine Damen und Herren. Da kommen Ihre Gäste. Schon, die Marschallin ist noch nicht hier. Sie sollten wenigstens dafür sorgen, dass sie anwesend ist, wenn die kaiserlichen Schwestern erscheinen. Ich werde tun, was ich kann. Hoffentlich geht alles gut vorüber. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Ah, Herr, ich freue mich, einen alten Kameraden unter den Offizieren zu sehen. Die Herzogin von Danzig wird sofort erscheinen. Jasmin, kommen Sie her. Exzellent. Nun, was ist mit Neidberg? Ist abgereist. Überwachen Sie seine Rückkehr und halten Sie Verbindung mit unserem Vertrauensmann in der Umgebung der Kaiserin. Jawohl, Exzellenz. Ihre Majestät, die Königin von Neapel. Ihre kaiserliche Hoheit, die Prinzessin. Guten Abend, Majestät. Ich sehe die Herzogin von Danzig nicht, Herr Marschall. Ihre Majestät möge die Herzogin entschuldigen, sie ist leidend. Wirklich? Eine leichte Ohnmacht. Sie wird gleich erscheinen und Sie bitten, Ihre untertänigsten Entschuldigungen anzunehmen. Wie finden Sie diese Herzogin, Schwester, deren erste Pflicht es doch wäre, uns hier zu empfangen? Wollen wir uns nicht zurückziehen, meine Liebe? Im Gegenteil, das ist die erste Impertinenz. Wir werden sie zusammenzählen. Lefebvre! Katharine, endlich! Zum Teufel auch! Wenn du nur 3 Minuten früher gekommen wärst! Schweig! Diese verflixte Robe, ich habe sie doch hinten nicht zubekommen. Na, komm, entschuldige dich und wäge die Worte gut ab. Natürlich, diese Kanaillen sind ja doch nur da, um mir etwas anzutun.
Majestät, die Marschallin. Sie haben uns lange nach Ihrer Gegenwart schmachten lassen, Herzogin. Ich bitte Ihre Majestät und Ihre kaiserliche Hoheit sowie diese ganze Gesellschaft wegen meiner Verspätung um Entschuldigung. Aber wenn man erst seinen schönsten Staat anlegen muss, also ich kann nur sagen, dass ich vor Aufregung beinahe geplatzt wäre. Aber was ist denn? Sie lassen ja alle die Arme untätig hängen. Na, woran denkt denn der Marschall, dass er den Damen nicht zur Erfrischung anbietet? Ihre Majestät wird wohl eine Tasse Tee nehmen? Nein, danke. Und Ihre Hoheit? Nein, danke. Meiner Treu, ich bin noch wie Sie. Ich kann dieses labrige Zeug auch nicht vertragen. Also etwas Kräftiges, ja? Ein Danziger? Nein, Herzogin, keinen Danziger. Keinen Danziger. Will Eure Majestät vielleicht von diesen Leckereien kosten? Nein, die Leckereien reizen mich nicht. Und Eure Hoheit? Mich auch nicht. Finden Sie nicht, dass die Marschallin eine sehr originelle Art hat, sich auszudrücken, Schwester? Zum Beispiel Leckereien ist von einem sehr pikanten Reiz. Es ist ein amüsantes Bild, meine Liebe. Die Herren von der Akademie sollten Notiz nehmen von den naiven Ausdrücken, welche dem Wörterbuch des Volkes entlehnt sind und welche sonst nur die Damen der Markthalle gebrauchen. War es nicht in diesem Viertel, Herzogin, wo Sie den Herrn von Neipperg dadurch gerettet haben, dass Sie den Flüchtigen in Ihrem Bette versteckt? Eure Majestät will sagen, dass ich Ihnen am hellen Tage, schwer verwundet, in meinem Zimmer ein Asyl gewährt habe. Die Gastfreundschaft des Boudoirs überlasse ich Größeren, als ich bin. Freilich empfangen die nur solche, die nicht verwundet sind. So, der Hieb saß. Der Herr von Neipperg hatte also sehr recht, als er sich damals in meinen Laden flüchtete. Ja. Jawohl, Majestät. Denn damals waren Sie ja, Wäscherin. Glaube ich. Ja, Prinzessin. Ja, und ich mache gar keinen Hehl daraus, wie Sie sehen. Es gibt kein ehrloses Handwerk, es gibt nur ehrlose Menschen. Und dass ich die Mundart des Volkes rede, mein Gott, warum sollte ich mich gerade vor Eurer Majestät deshalb schämen? Weiß doch alle Welt, dass der tapfere Myrrha, Ihr erlauchter Gemahl, der König von Neapel, der Sohn eines Gastwirtes ist. Und mancher, der jetzt Eure Majestät zu ihm sagt, mag ihm früher zugerufen haben, Kellner, noch ein Schoppen. Sie haben die Kühnheit. Warum denn nicht? So aus der Tiefe emporgestiegen zu sein, das ist nur eine Ehre. Das ist keine Schande. Man braucht nicht seine Vergangenheit zu vergessen und muss dennoch wenigstens sein Benehmen ändern. Man darf nicht Marschallin von Frankreich mit den Manieren einer Marketenderin sein. Ja, aber ich war ja auch einmal Marketenderin mit ihrer Gütchenerlaubnis. Die Erziehung im Laden wurde durch die in der Wachtstube vervollständigt. Ihre Hoheiten haben kein Recht, mir dieses Leben vorzuwerfen. Sie sagen... Ja, ich sage, und ich sage es laut, dass ich auf hartem Boden mit diesen Soldaten zusammengeschlafen habe und dass sie mir mehr Achtung für das Weib in mir und für den Namen, den ich trage, bezeugten als Eure Majestät. Aber wenn ich auch nichts anderes getan hätte, als einem einzigen ermatteten Soldaten den stärkenden Schluck zu reichen, so hätte ich als Marketenderin mehr für Ihre Krone getan, als Sie selbst, Majestät. Ha, das ist die Sprache der Wäscherin, die noch vor 20 Jahren aller Welt die Morgenröcke und die Frisiermäntel gewaschen hat. Mit Ausnahme der Ihrigen, Majestät, denn Sie hatten ja damals noch gar keine... Herzogin! Das werden Sie bereuen. Nicht mehr als alles andere, was ich Ihnen sagte. Das werden wir sehen. Meine Damen und Herren, folgen Sie uns. Bravo, Marschallin. Aber das wird Sie teuer zu stehen kommen. Ach, was liegt mir daran? Die haben ihren Teil. Und mir hätt's das Herz abgedrückt. Herr Lauriston, Adjutant seiner Majestät. Da haben wir die Quittung. Herr Marschall, im Namen des Kaisers, ich lade die Frau Herzogin von Danzig ein, sich auf der Stelle zu seiner Majestät zu begeben. Was? Heute Abend noch? Gut. Nur die Zeit, einen Pelz umzuhängen. Und ich komme hin. Sehr wohl, Frau Herzogin. Sie werden dem Kaiser alles gesagt haben, bevor du hinkommst. Lefebvre, du bist mir wohl jetzt fürchterlich böse. Ach, ja? Ich hab dir ja immer gesagt, Katharine, deine Zunge wird dich noch einmal ins Unglück stürzen. Aber wenn es mich heute auch den Marschallstab kostet und den Herzogtitel, Ich bin dir jetzt noch 100-mal so gut als vorher. Oh, du bist ein Goldkerl. So, und nun zum Kaiser. Musik.
Setzen Sie sich, Madame. Es war in der Tat unvorsichtig von mir, Ihren Mann zum Herzog und Marschall von Frankreich zu machen, ohne zu bedenken, dass die Frau, die mit ihm diese Titel tragen soll, sie der Lächerlichkeit preisgeben würde. Dank Ihnen wird mein Hof bald zum Gespött für ganz Europa werden. Und die Zeitungsschreiber an der Themse werden erzählen, dass es hier von Köchinnen und Fischweibern wimmelt. Oho! Also das hat lange genug gedauert. Es muss ein Ende gemacht werden. Lefebvre hat Sie davon wohl schon unterrichtet. Lefebvre hat mir gesagt, der Kaiser will, dass wir uns scheiden lassen. Und was haben Sie geantwortet? Ich? Ja. Sir, ich habe ihm ins Gesicht gelacht. Wirklich? Und er? Er? Er hat mitgelacht. Und mein Wille? Sir, Sie sind ein Herr, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Sie brauchen bloß mit einem Auge zu blinken und bums, stehen 500.000 Mann da. Aber eins gibt es, was Sie mit all Ihrem Genie nicht fertig kriegen. Mir Lefebvres Liebe zu rauben. Oder ihm die meine. Und wenn Eure Majestät die Schlacht wagen, dann wette ich schon jetzt, es ist die erste, die Sie verlieren. Sie sind sehr keck mit Ihren Wetten. Lefebvre hat noch nicht sein letztes Wort gesagt. Ach was, Lefebvre ist kein solcher Tropf, dass er eine Frau, die an ihm hängt, gegen irgendeine Prinzessin eintauscht, die doch immer nur in ihm den Müllerssohn sehen würde, den Glücksritter und Emporkömmling. Des Ruhmes. Der trotzdem ein Emporkömmling bleibt für die Herrschaften von anno dazumal. Genau wie Eure Majestät selbst. Oh, naja, so denken doch innerlich all die Leutchen, die jetzt vor ihm Katz buckeln, bloß weil sie der Stärkere sind. Vielleicht haben Sie recht. Aber Ihr Mundwerk passt nicht für den Hof. Sie können Ihre Zunge so wenig im Zaum halten, dass Sie heute Abend einen wahren Skandal erregt haben. Sehr richtig. Es war auch ein Skandal. Ah? Sie geben es also zu? Dass die Schwestern Eurer Majestät Sie verhöhnt haben. Mich? In meiner Person. Denn ich habe ja schließlich unter Ihnen gedient. Sie? Nein, die Feldflasche. Ach, als Marketenderin. Ja, und deshalb haben die beiden Hoheiten mich verspottet. Ach, das ist doch saudumm. Ha. Oh, und Majestät sagen, mein Mundwerk passt nicht an den Hof. Also, als Marketenderin. Aber wo, wann und wie? Mit Lefebvre. Bei der Vogesenarmee. Mhm. Ja, da wurde mir ein Esel unter dem Leib erschossen. Und da hatten wir so viel Verwundete und so wenig Leinwand, dass erst meine Jacke und dann mein ganzes Hemd hat dran glauben müssen. Ganz abgesehen von dem Bajonettstich, den ich in den Arm bekam. Da haben Sie ja ganz regulär gedient, Frau Marschallin. Jawohl. Warum hat mir denn Lefebvre von all dem nichts gesagt? Na, er dachte wohl, Eure Majestät wüssten schon darum. Na, nicht das Geringste. Also, Sie bleiben Marschallin von Lefebvre, Herzogin von Danzig und werden in Zukunft nur dem Hof fernbleiben, wo Sie sich jedenfalls doch niemals wohlgefühlt haben. Ja, amüsant ist es ja auch nicht an Ihrem Hof. Ja, natürlich, das meine ich ja. Ach, das ist mir alles viel zu schwierig und zu knifflig. Das ist natürlich nicht so lustig wie ein Vorstadtball. Ja, ganz gewiss war es lustiger, als ich noch Wäscherin war. Ach, richtig. Das wusste ich ja. Meine Schwester hat es mir erzählt. Wo? Wann? In Paris hier, 1792. Dann gab ich das Geschäft auf, weil die Kunden zu schlecht zahlten. Wollen Sie glauben, dass es sogar hier im Palais einen Offizier gibt, der es ziemlich weit gebracht hat und der mir aus jener Zeit noch etwa 60 Francs schuldet, an die ich ihn nie zu mahnen wagte? Also eigentlich müssten Sie es tun. Das gäbe einen hübschen Auftritt. Ich habe mir sogar erlaubt, Ihnen seine Rechnung mitzubringen. Bilden Sie sich etwa ein, dass der Kaiser Ihre Wäscherechnung eintreiben wird? Oh, wenn Ihre Majestät den Namen des Schuldners hörten. Ich habe schon was, um sein Gedächtnis aufzufrischen. Da, ein Briefchen, worin er mich um Aufschub bittet. Also vorwärts, lesen Sie, es ist Mitternacht. Wir müssen zum Ende kommen. Von meiner mageren Löhnung muss ich, ach, saumäßig geschrieben, muss ich auch noch meine Mutter und meine Schwestern unterstützen, die nach Marseille geflüchtet sind. Was? Da sie gezwungen waren, Korsika zu verlassen. Korsika? Bonaparte? Richtig, so heißt mein Schuldner. Wahrhaftig, warten Sie,
Rue Saint-Anne. An der Ecke der Rue des Anges. Heiß Gott, jetzt erinnere ich mich. Aber Ihr Name. Catherine. Nein, der andere, der Spitzname. Ganz recht, Madame. Halt, ich hab's. Madame Saint-Germain. Stimmt. Der Name steht Ihnen gut. Was? Das lustige junge Mädel. War ich. Meine Nachbarin. Ich wohnte in der Rue Royale Saint-Roch. Im Hotel zum holländischen Hof. Allerdings. Ach, eine trübselige Wohnung. Eine traurige Zeit. Dieses Stückchen Papier, das weckt Erinnerungen. Ich sehe mich noch an dem kleinen, wackeligen Tisch sitzen und schreiben. 4 Stockhoch. 5. Nein, 4. Nein, 5. Ganz dicht unterm Dach. Wahrhaftig, Sie haben recht. Nicht wahr? Macht Spaß, an alles zurückzudenken. Natürlich. So, jetzt wollen wir mal die Rechnung durchsehen. 40 Francs nur für Ausbessern? Das ist ja unerhört. War denn meine Wäsche so schlecht? Na, noch schlechter. Und Sie werden doch nicht handeln wollen. Was schuldet Ihnen also Bonaparte? 3 Napoleon. Verdammt, Sie haben Pech, Verehrteste. Ich habe keinen einzigen bei mir. Wie immer. Na, 24 Stunden will ich Ihnen noch Kredit geben. Dankeschön. Sie sind eine ganz boshafte kleine Person. Madame Saint-Germain. Aber Sie gefallen mir. Na, bisschen lange hat es ja gedauert, ehe Eure Majestät das bemerkt haben. Wieso? Na ja, jetzt kann ich es ja sagen. Jetzt liegt das ja alles so weit hinter uns. Damals kannte ich nämlich meinen Lefebvre noch nicht und... Sie gefielen mir schon mächtig. Ach, wirklich? Ja, man ist natürlich ein anständiges Mädchen. Aber man fühlt doch, dass das Hübschsein auch nicht glücklich macht, wenn man es immer nur für sich alleine ist. Und ich wäre sehr gerne für Sie gewesen. Die anderen fanden Sie alle hässlich, aber... Oh, pardon. Ich habe das nie gefunden. Ich dachte immer, oh, der Mann, das ist ein Mann. Dieser Mann, den möchte ich gerne haben. Was? Das hat nur an mir gelegen? Hm. Besonders einmal, als ich morgens Schlag 11 zu Ihnen kam und Ihnen die Wäsche brachte. Ich hatte mich sehr fein herausgeputzt, so eine Polonaise von lauter Rüschen und kokettes Fichu und Häubchen. Na ja, sah schon ganz appetitlich aus. Ich kletterte also die 5 Treppen zu Ihnen hinauf. Und als ich vor Ihrer Türe stehe, da klopfte mir das Herz wie ein Hammer vom raschen Steigen, ebenso wie... In dieser kindischen Furcht vor dem Feuer, an das ich doch noch nie gerührt hatte. Und, also ich klopfte. Herein. Du lieber Gott, was konnte mir jetzt alles passieren? Ich trete in das Zimmer Eurer Majestät und Sie saßen an einem kleinen Tisch mit der Nase über einer Landkarte. Ich bin's, Herr Offizier, sagte ich. Ich bringe Ihnen Ihre Wäsche. Gut, sagten Sie, ohne die Nase zu heben. Legen Sie sie mal aufs Bett. Aufs Bett? Sagte ich. Ach nein. Nein, nicht aufs Bett, nein. Lieber auf die Kommode. Und dann kam ich ganz langsam näher. So. Und im Vorbeigehen, da streifte ich ihren Stuhl und... Aber sie regten sich überhaupt nicht an ihrem Tisch. Als sei ich eine Fliege. Oh, dachte ich mir, da müsste ich ein bisschen schärfer vorgehen, nicht? Sonst fängt doch dieser Klotz nicht Feuer. Und ich stöhnte, als wäre es mir furchtbar heiß. Und dann nahm ich mein Fichu ab und dachte mir, na, jetzt wird er doch seine Geographie endlich schießen lassen und sich ein ganz klein wenig mit meiner beschäftigen. Aber Prosit, gar nichts. Sie steckten einfach die Nase immer tiefer in ihre Landkarte und ich nahm meinen Kopf und zog wieder ab mit meiner schönen Tugend. Die sich so gar nichts darauf einbildete, dass sie so unversehrt gehen musste, wie sie gekommen war. Und dass man so unhöflich war, ihr nichts, aber auch gar nichts zuleide zu tun. Ja, aber zum Teufel, Verehrteste. An jenem Tag bin ich ja sehr dumm gewesen, dass ich nicht die kleine Hand ergriff, die sich mir so liebenswürdig entgegenstreckte. Oh, ja. Ja, so sind Sie, unser Herr Eroberer. Und dieser Arm, ach, wo sagten Sie doch, sitzt Ihre berühmte Wunde? Hier, Majestät. Sie erlauben, dass ich Sie küsse. Als Huldigung für die Verwundete immer. Bitte bemühen Sie sich nicht, Majestät. Mehr Wunden habe ich nämlich nicht. Was tut's? Ich muss doch meine Leutnantsschulden bezahlen.
Der Kaiser schuldet mir nichts mehr. Sie haben recht, Herzogin. Lefebvre wird übrigens die Zeit lang werden. Im Palais schläft schon alles. Versäumen Sie morgen die Jagd nicht. Ich werde mich mit Ihnen auf eine Weise unterhalten, dass jeder sich hinter die Ohren schreiben wird. Kommen Sie bitte. Ich werde Sie durch die verödeten Korridore heimgeleiten lassen. Still. Bleiben Sie stehen. Wer ist das? Um diese Stunde? Hier? Frau von Bülow. Neidberg! Der Kaiser! Majestät! Kommen Sie her! Erklären Sie mir Ihr Hiersein. Jetzt in der Nacht. Ich wollte nicht abreisen, ohne mich von der Kaiserin zu verabschieden. Um Mitternacht. Euer Majestät haben mir keine Wahl gelassen für die Stunde, in der ich die Befehle meiner Souveränin entgegennehmen konnte. Das soll heißen? Ich bin weder Untertan noch Diener Eurer Majestät. Ich bin General im Dienste seiner kaiserlichen geheiligten Majestät Franz von Österreich. Und als solcher gehören meine Dienste der Erzherzogin Marie-Louise, nur ihr allein. Und unter diesem Vorwand maßen Sie sich auch das Recht an, sich zu solcher Stunde zu ihr einzuschleichen. Nun, nachdem ich Sie hier bei Nacht an Ihrer Tür erwischt habe, ist es mein gutes Recht, Sie wie einen Banditen zu behandeln, den man auf frischer Tat ertappt hat, Sie in aller Stille zu beseitigen und mit Ihrem Leben jeden Skandal zu ersticken. Die Macht dazu haben Sie. Und ich werde Sie gebrauchen. Sie, aus Mitleid für alle, die Sie lieben, Gnade, Sir, Gnade. Behandeln Sie mich wenigstens als Soldat. Und wenn ich schon gemordet werden soll, lassen Sie mich erschießen wie den Herzog von Enghien. Es wäre zu viel der Ehre für einen Schurken, der seinen Offiziersrang entwürdigt und der verdient, dass man ihm seine Abzeichen herunterreißt, um ihn damit zu ohrfeigen. So tun Sie es doch. Hilfe! Der Mann hat den Degen gegen mich gezogen. Abführen. Marschall Lefebvre sofort zu mir. Euer Majestät. Sie sind entlassen, Madame. Der unglückselige Neiberg. Was kann ich nur tun? Fouché muss benachrichtigt werden. Lefebvre? Wo ist der Kaiser? In seinem Schlafzimmer. Neiberg ist zurückgekommen. Jetzt in der Nacht? Nicht möglich. Ja, gerade als ich fortgehen wollte, hat ihn der Kaiser überrascht. Wo? Dort, an der Tür der... Was? Der Kaiserin? Ja. Er ist verloren. Der Kaiser hat mich hier befohlen, um ihn erschießen zu lassen. Nein. Herr Marschall, seine Majestät erwartet Sie. Ich komme. Lefebvre, lehn es ab, bitte. Ich kann es nicht. Was tue ich jetzt? Was tue ich jetzt? Oh, Fouché! Mein Gott, Sie kommen ja wie gerufen. Ich war nicht ohne Sorge um Sie. Was heißt um mich? Ich bin außer aller Gefahr. Jetzt handelt es sich um... Um Herrn von Neiberg. Sie wissen schon? Seine Lage ist verzweifelt. Der Kaiser hat Lefebvre zu sich befohlen, um ihn erschießen zu lassen. Ja, aber Sie müssen es verhindern. Ich? Bitte, bitte. Aber Herzogin, was kümmert mich die ganze Geschichte? Ich begreife Ihren Wunsch, Ihren Freund Neiberg zu retten. Nein, um dem Kaiser ein Verbrechen zu ersparen. Ich bin ein praktischer Mensch. Und mein Interesse deckt sich absolut nicht mit dem Ihrigen. Oh. Absolut nicht. Neiberg ist nicht mein Freund. Sein Wohl oder Wehe ist mir gleichgültig. Die Kaiserin hasst mich. Der Kaiser hat mich gestraft, weil ich ihm voraussagte, dass diese Ehe ein schlechtes Ende nehmen würde. Nun hat sie ein schlechtes Ende genommen. Ich bin gerecht. Sie, ein Mann von Geist, sind so töricht, von Rache zu sprechen? Warum nicht? Ach, hören Sie auf. Rache ist was für Dummköpfe. Ein kluger Mann rächt sich nur, wenn er dabei auch sonst seine Rechnung findet. Natürlich, aber beweisen Sie mir, dass es vorteilhaft für mich ist, wenn ich all meinen Groll hinunterwürge und mich Ihnen zur Verfügung stelle. Und ich tue es sofort. Aber Ihr Vorteil, Fouché, liegt doch klar auf der Hand. Aber zeigen Sie ihn mir. Na, ist es vielleicht nicht klar, dass die Kaiserin alles versuchen wird, um sich zu rechtfertigen, bis sogar der Kaiser selbst sie um Verzeihung bittet? Einen so geriebenen Menschen wie Sie muss ich erst darauf hinweisen, dass es bei einer Frau, die man liebt, nie anders ausgeht. Zuweilen. Stets, Fouché, stets. Retten Sie Neiberg. Schwören Sie dem Kaiser bei allem, was Ihnen heilig ist. Ja, viel ist es ja nicht. Schwören Sie ihm, dass seine Frau unschuldig ist. Morgen wird sie Ihnen Dank wissen, weil Sie der Erste waren, der es gesagt hat. Und der Kaiser, weil Sie schon vor ihm daran geglaubt haben. Mit einem Schlage, Fouché, erringen Sie die Dankbarkeit des einen und das Vertrauen des anderen. Und Savarys Posten. Und Sie riskieren nicht so viel dabei.
Na, was sagen Sie? Naja, aber... Aber? Wissen Sie, dass das alles sehr schlau ausgedacht ist? Na also, wir beide werden Neiberg retten, ja? Abgemacht. Ja, allerdings... Also abgemacht, nicht wahr? Gut, abgemacht. Vorwärts. Zunächst müssen wir also um jeden Preis... Die Hinrichtung hinausschieben. Ja, aber wie? Wie? Er soll Neiberg nicht bei Nacht erschießen lassen wie einen Liebhaber, der auf frischer Tat erwischt wurde, sondern als Verschwörer. Bei hellem Tage. Erschießen? Bitte. Er ist ein Verschwörer, das ist bewiesen. Er muss also noch Mitverschworene haben. Und um das glaubhaft zu machen, muss scheinbar eine Untersuchung eingeleitet werden. Die Hinrichtung muss daher aufgeschoben werden. Und die Kaiserin rechtfertigt sich, Metternich interveniert, der Kaiser beruhigt sich, Neiberg kann entfliehen und der Streich ist geglückt. Ja, aber diese Verschwörung, die existiert ja gar nicht. Ach, irgendeine Verschwörung existiert immer. Eine Polizei, die etwas auf sich hält, hat stets wenigstens eine in Reserve. Aber dann schnell. Ja, schnell. Wenn mich der Kaiser nur empfängt und dieser Esel vom Polizeiminister noch 10 Minuten fernbleibt, dann stürze ich ihn und bringe alles in Ordnung. Savary, da ist er schon. Hol ihn, der Teufel. Ach, der Kaiser ist nicht hier? Der Kaiser ist in seinem Schlafzimmer. Was ist denn wieder passiert? Warum lässt man mich rufen? Wissen Sie etwas? Wie soll ich etwas wissen, wenn der Herr Polizeiminister selbst nichts weiß? Ich glaube nur gehört zu haben, dass von Neiberg die Rede war. Neiberg? Das ist nur eine alte Geschichte. Der ist doch längst fort. Ach, bitte teilen Sie doch dem Kaiser das mit. Ich glaube, Sie werden ihm damit ein aufrichtiges Vergnügen bereiten. Zweifelt er denn daran? Vielleicht. Gut, wenn es weiter nicht ist. Darüber kann ich ihn beruhigen. Savary, endlich. Beeilen Sie sich. Der Kaiser ist in sehr ernster Stimmung über Ihr Ausleihen. Ein Wort genügt und er ist ganz beruhigt. Wirklich? Schade, dass ich nicht dabei sein kann. Nun, Lefebvre, was ist? In einer Stunde ist alles vorüber. Ach, zum Teufel, dass mich das auch gerade treffen muss. Und du hast dem Kaiser nichts gesagt? Hört er denn? Er befahl mir zu schweigen? So schwieg ich. Haben Sie dem Kaiser denn nicht meinen Namen gesagt? Ich könnte die doch... Habe ich. Aber der Kaiser zuckte die Achseln und sagte, ich kenne meinen Fouché. Der hat in solchen Situationen immer eine kleine Reserveverschwörung in der Tasche. Ich will nichts mit ihm zu tun haben. Was? Ja, was nun? Die Kaiserin. Die Kaiserin. Jetzt kann nur noch sie den Unglücklichen retten. Ich gehe. Wohin? Zur Kaiserin. Du, sie kennt dich ja kaum. Na, dann soll sie mich kennenlernen. Was willst du ihr sagen? Ich werde ihr sagen. Bis jetzt haben Majestät auf dem Ohr gelegen, während wir für sie zitterten. Aber nun machen sie sich auch mal ein bisschen nützlich und helfen sie ihrem Geliebten aus der Klemme. Du bist verrückt. Das darfst du ihr nicht sagen. Warum nicht? Weil es unverschämt ist. Das geniert mich gerade. Wenn es der Kaiser erfährt. Mich wird er ja nicht gleich erschießen lassen. Lassen Sie das. Sie gehen nicht zur Kaiserin. Uns bleibt noch die Flucht. Und wenn der Marschall nur wollte, nicht dann... weiter, Fouché. Als Kommandant des Palais darf ich Sie nicht hören. Ich gehe jetzt und treffe die Anordnung, die der Kaiser befohlen. Wenn der Gefangene in meiner Abwesenheit ohne mein Wissen entflieht, so ist das Ihre, seine eigene und Savarys Sache. Ist Neiberg aber einmal meinen Leuten übergeben, dann kenne ich nur noch meine Pflicht. Fouché! Fragen Sie mich nichts, dann muss es ohne ihn gehen. Ich werde jetzt handeln. Warum sind Sie noch hier? Madame? Sire, ich habe auf den Marschall gewartet. Bleiben Sie. Zufall hat Sie zum Zeugen von Dingen gemacht, die Sie nicht kennen dürften. Die Sie aber doch vielleicht schon lange kennen. Ich? Ja. Warum haben Sie mir nicht erzählt, dass Herr von Neiberg einer Ihrer besten Freunde ist? Eure Majestät hat mich ja nicht danach gefragt. Er hat Ihnen natürlich auch den Grund seiner Verbannung anvertraut. Den wahren Grund? Nein, Sir. Er gab Ihnen vielleicht zu verstehen, dass seine Frau im Spiele sei? Das allerdings. Ah. Aber den Namen dieser Frau hat er mir nicht genannt. Das ist unglaubhaft. Ich sage nein, weil es nein ist. Aber Sie wussten es doch sehr gut, dass Neiberg heute Nacht hier erwartet wurde. Ich will die Wahrheit. Wie sie auch sei, die volle Wahrheit. Ich, Ihr Kaiser, ich verlange es. Hören Sie, ich verlange es. Oh. Herr von Neiberg hat mir nichts gesagt. Im Gegenteil. Und das schwöre ich. Sie lügen. Weil Sie ein Interesse haben, eine Infamie zu leugnen, an der Sie mitschuldig sind. Aber... ich werde mir Gewissheit verschaffen. Ich werde die Dinge da wieder aufnehmen, wo ich sie unterbrochen habe. Und aus dem eigenen Munde der Kaiserin werde ich alles erfahren, was man mir verheimlicht. Siehe, solche Hinterlist ist ihrer einfach nicht würdig. Ach,
Frau von Bülow? Sie? Sie werden der Kaiserin Graf Neipperg melden. Jetzt sofort. Und kein Wort mehr. Ich lasse kein Auge von Ihnen. Vorwärts! Die Kaiserin hat Ihnen einen Brief gegeben. Geben Sie ihn her. Hier, Majestät. Graf Neipperg sollte den Brief nach Wien befördern. Sie können gehen. Mein teuerster Herr Vater, da der jetzige Polizeiminister alle meine Briefe an Sie öffnen lässt, bediene ich mich des Grafen von Neipperg. Durch die Familienbeziehungen, die ihn mit uns verbinden, glaubt der Graf von Neipperg sich berechtigt, mich mit seinen Aufmerksamkeiten zu verfolgen, die sogar schon den Argwohn des Kaisers erregt haben. Es wurde dem Grafen befohlen, nach Wien abzureisen. Ich bitte Sie nun, dafür zu sorgen, dass er fortan dort bleibt und nie mehr nach Frankreich zurückkehrt. Dadurch würden Sie einen außerordentlichen Dienst erweisen Ihrer sehr ergebenen und Sie verehrenden Marie-Louise. Ich sag's ja gleich, die zwei hatten nichts miteinander. Ja, Herzogin, Sie hatten recht. Oh, jetzt brauche ich die Gnade Eurer Majestät nicht mehr anzurufen. Nein, wahrhaftig nicht. Adjutant! Majestät! Lassen Sie Herrn von Neipperg eintreten. Herr von Neipperg befindet sich nicht mehr in unserem Gewahrsam, Majestät. Bravo, der ist entwischt. Er hat es wenigstens versucht. Aber kaum war er zur Tür hinaus, so fiel er den Leuten des Herrn Polizeiministers in die Hände, die ihn sofort festnahmen, ihn in einen Wagen setzten und nach dem zur Hinrichtung bestimmten Platze brachten. Sie haben ihn getötet. Der Unglückliche. Wo ist Lefebvre? Da ist er. Schnell, Lefebvre, einen berittenen Boten. Ich begnadige Neipperg. Leider zu spät, Sire. Jetzt muss schon alles vorüber sein. Na. Der Polizeiminister... Jawohl, es ist geschehen. Eure Majestät sind gerecht. Savary! Wer sagt Ihnen, dass es mein Wille war? Majestät? Der Mann ist unschuldig. Das wusste ich nicht. Ach, Sie wissen überhaupt nie etwas. Majestät, was ich tat... War eine Dummheit. Fouché hätte sie nie begangen. Gewiss nicht, Sire. Ich weiß zu genau, dass Eure Majestät zwar oft Ihren gerechten Zorn schießen lassen, dass Sie aber auch ebenso schnell zur Milde geneigt sind. Ich stand am Schlossgitter und sah den unschuldigen jungen Mann im Wagen von Herrn Savary zwischen seinen Polizisten, die einst meine Polizisten waren. Und da dachte ich bei mir, ein Wort würde genügen, um dem Kaiser einen großen Schmerz zu ersparen. Neipperg ist frei. Seine Majestät hat ihn begnadigt. Allerdings, das hätten Sie sagen sollen. Aber mit welchem Recht, Sire? Zumindest hätte ich gleich hinzufügen müssen, Sie stehen nicht mehr unter dem Befehl des Herrn Savary. Er ist nicht mehr Polizeiminister. Ich bin es. Warum haben Sie das denn nicht gesagt? Es wäre die Wahrheit gewesen. Savary ist es nicht mehr. Sie sind es. Und Eure Majestät hätten mir eine solche Vorwegnahme meiner Machtbefugnisse verziehen? Natürlich. Dann ist alles gut, Sire. Ich hab's so gemacht. Wie? Wirklich? Herr von Neipperg ist augenblicklich auf dem Wege nach Soissons in dem Wagen, den ihm die Liebenswürdigkeit des Herrn Savary zur Verfügung gestellt hat. Weiß Gott, Sie sind ein Teufelskerl, und Fouché. Das haben Sie gut gemacht. Majestät. Schnell, Savary, einen Kurier. Er soll dem Herrn von Neipperg nachreiten und ihm diesen Brief der Kaiserin geben. An den Kaiser von Österreich. Jawohl, Majestät. Majestät, wollen Sie Neipperg nicht auch seinen Degen zurückgeben? Nur unter der Bedingung, dass er fortan einen besseren Gebrauch davon macht. Eigentlich spielten Sie ein gefährliches Spiel, Herr Polizeiminister Fouché. Wenn ich mich nun nicht zur Begnadigung entschlossen hätte. Auch der Fall war vorgesehen, Sire. In Soissons hätte ich unseren Mann wieder verhaften lassen. Sie sind wirklich ein praktischer Mensch. Und doch habe ich jemanden gefunden, der noch geschickter ist als ich, Majestät. Wen denn? Madame Sanger. Ja, ja, die ist schlauer als wir alle. Aber ich hab sie gern. Wirklich, Majestät. Heb sie dir gut auf, Lefebvre. So eine findest du nie wieder. Das habe ich ihm immer gesagt, Majestät. Thank you.
Wir brachten Madame Songène, eine Komödie von Victorien Sardou. Funkbearbeitung Hartmut Görz. Die Personen und ihre Darsteller waren Catherine, Madame Songène, Inge Meisel. Napoleon I., Ernst Ginsberg, Marschall Lefebvre, Hans-Dieter Zeidler, Minister Fouché, Anton Reimer, Graf Neiberg, Ernst Stankowski, Königin Caroline, Gabriele Reismüller, Prinzessin Elisa, Eva Larange, Polizeimeister Savary, Karl John, Haushofmeister Jasmin, Fritz Rasp, Tanzmeister Dupreau, Otto Brüggemann, Hofschneider Leroy, Günther Grävert, Hofschuhmacher Kopp, Alexander Malachowski und Adjutant Loriston, Werner Uschkurat. Ferner wirkten mit Ellen Malke, Heidi Treutler, Martha Klose, Nils Klausnitzer, Soden Sindelar, Rudolf Neumann, Uta Schwinn, Franziska Loskarn und Rotraud Grauer. Musik Raimund Rosenberger, Regie Heinz-Günther Stamm.